Ich setze mich in meinen Arbeiten mit Identitätskonstruktionen und der Frage auseinander, wie sie denn konstruiert werden, und finde da die Felder Kunst und Design extrem spannend. Als Körpererweiterungen gedacht, um diese Identität sichtbar zu machen. Ich nenne mich Jakob Lena Knebel und habe für das MUMOK die Ausstellung O. Jakob Lena Knebel und die MUMOK-Sammlung konzipiert. Ich wurde von Kuratorin Barbara Rüdiger eingeladen, um vom MUMOK diese Ausstellung zu konzipieren und mit der Sammlung zu arbeiten, weil es sehr gut in meine Arbeitsweise passt. Also ich habe ja auch Arbeiten gemacht, wo ich zu einem Picasso-Gemälde werde, also wo es um den Prozess geht, wie nah kommt mir etwas und wie werde ich zu dem. Natürlich sehr interessant, was passiert mit mir, wenn ich ein Giacometti aussuche oder ein Chironcoli oder ein Henry Moore. Was ist ganz weit weg und wird durch einen wiederholten Blick und Auseinandersetzung ein Teil von mir. Ich habe Modedesign bei Ralph Simons studiert und textuelle Bildhauerei bei Heimo Zobernick. Diese beiden Felder sind schon lange in meinem Leben. Und interessant ist, dass da eine Hierarchie ist zwischen Design und Kunst. Also Design, das so erfolgreich ist, dass wir ohne Design nicht leben können. Aber natürlich können sehr viele Menschen ohne Kunst leben. Das zu verschränken und nochmal so reflektieren auf unsere Körper und unsere Identität, das finde ich spannend. Und eben ganz wichtig der Moment, I don't know, ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Stuhl oder ist es ein Objekt der Kunst? Konzipiert wurde es so, dass Begehrensräume entstehen, dass Fetischmomente und Verwunderungsmomente entstehen, mit dem Ziel auch ein Stück weit einen anderen Blick auf die Sammlung zu bekommen, aber auch auf einen Alltag, wenn man dann rausgeht.